Ja, hier auf der Großbaustelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bellride. Ja, wir haben in der letzten Folge so ein paar Quests gemacht und angefangen, die Dorfhalle zu bauen, denn ich glaube, alle Baumstämme sind jetzt da und Holz müsste, glaube ich, auch alles da sein. Und um den Rest kümmern wir uns heute so ein bisschen noch und vielleicht machen wir heute auch noch den ein oder anderen Quest fertig. Ansonsten, let's go. Ja, so ein bisschen kann ich ja noch bauen an dem Ding. Ein paar Holzstämme kann ich hier noch dran flanschen. Mit meinem Zimmererwerkzeug. Aber Gott sei Dank verliert es nicht so viel Haltbarkeit. Brauche ich demnächst kein neues zu kaufen. Das hätten meine Leute auch nicht alleine bauen können. Also nicht, dass ich denen das nicht zutraue, kompetenzmäßig. Sondern die haben einfach das Werkzeug nicht dafür. Wahrscheinlich, wenn ich das Werkzeug jetzt ins Lager legen würde, dann würden die anfangen, hier weiterzubauen. Aber das ist jetzt so interessant, das mache ich selber. Irgendwann werde ich das denen überlassen, aber gerade im Moment finde ich es geil und ich mache es selber. Oh, das erste Mal, dass ich sehe, dass jemand Bärenmarmelade hergestellt hat. Geil. Lasst es euch schmecken. Habe ich gerade gewundert, was ich hier unten baue, aber ich baue gerade... Wenn man es nicht sieht, da oben so Querpfosten. Da sind aber die Baupunkte hier unten. Also das heißt, ich sehe nicht so wirklich, was ich gerade mache. Aber egal. Fortschritt ist Fortschritt. Wir hatten schon lange keinen Überfall mehr. Ich will es nicht beschreien, aber gerade leben wir ziemlich ziemlich friedlich. So, hier brauche ich anscheinend wieder Holzstämme, die wir noch nicht haben. Also es sind anscheinend noch nicht alle Holzstämme da. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal selber ein bisschen hacken. Wir brauchen nämlich noch zwei Holzstämme. Habe ich noch die Axt? Ich habe noch die Axt, ja. Hä, wo ist der Baum hin? Ich habe den doch gerade gehackt. Ach so, da kriege ich nur so Holz raus. Okay. Ach, das sind junge Bäume, verstehe. Nee, wir brauchen einen großen. Der hier zum Beispiel. Okay. So. Oh. Oh. Das läuft ja hier. Baumwolle wächst. Flachs, das wächst. Sehr gut. Läuft, läuft, läuft. Wie sieht es auf dem anderen Feld aus? Haben wir da schon Überfallgefahr 90%. Ah, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Also demnächst müssen wir wieder mit einem Überfall rechnen. Hier wächst noch Flachs und so, ne? Also hier ist noch nichts, noch kein Gemüse geerntet worden. Schade. Ich werde mir ein bisschen was zu essen reinziehen. Und dann arbeiten wir weiter am, an der Dorfhalle. Muss ja irgendwann fertig werden. Oh, Lubomir hat Landwirt 6. Nice. Läuft langsam. Haben wir hier noch einen Punkt, den wir vergessen haben? Hier. Okay, jetzt müssen wir hier sehr viele kleine Sachen bauen. Ah, okay. Ah, ja, verstehe. Jetzt bauen wir im Prinzip so Querstangen für das Dach. Und die sind hier unten dann so verteilt, weil die halt über das... also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, wir leveln hier auch irgendwas, wenn wir das bauen. Ich bin jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, ne? Wenn ich hier nichts levele, kann das auch irgendein NPC machen. Guck mal ganz kurz in die Attribute. Weiß nicht, was man da levelt. Stärke vielleicht? Herstellung? 2213. So, jetzt baue ich was. Jetzt haben wir 2213. Hm. Keine Ahnung. Ich baue einfach weiter. Okay, krass. Die eine Seite ist jetzt schon mit Querlatten versehen. Ich brauch einfach zwei Folgen, um das Ding selber zu bauen. Nicht mal um die Ressourcen dann zu kriegen, sondern um es zu bauen. Morgen erwartet deine Siedlung Überfallstufe 2. Hm, okay. Dann würde ich mal lieber... noch einen Knüppel für den neuen machen. Damit er sich verteidigen kann. Haben wir ja
hier noch Holz irgendwo? Auf jeden Fall Kupferbahn. Holz haben wir nicht wirklich. Dann hacke ich was. Okay, dann mache ich nochmal so eine stachelbesetzte Keule. Damit der sich sicher fühlen kann, der Junge. Haben wir jetzt schon, haben wir das hier fertig gebaut? Nee, noch nicht. Fehlen noch 3 Baumstämme. Ja, und dann mache ich noch einen Bogen, Stoffköcher und Pfeile für unsere Bogenschützen. Stoffköcher braucht Leinen und Schnur. Okay. Ah, der braucht 5 Leinen, der Stoffköcher. Was? Oh, einen Bogen können wir noch machen. Für die Pfeile brauchen wir dann wieder Holz. Was hacke ich mir gleich schnell selber? Warum habe ich eigentlich eine Falle im Inventar? Ich hole mal schnell noch Holz und bringe erstmal die Falle weg hier. Wozu brauche ich eine Falle? Keine Ahnung. Nein. Ich will die Falle nicht errichten. So. Ach, Schilfrohr fehlt mir dafür auch noch. Naja, machen wir erstmal den Bogen fertig. So, Pfeile werden hergestellt. Top. Kann ich mir zwar keinen Stoffköcher noch für mich machen, weil ich brauche Leinen. Leinen habe ich nicht mehr. Aber ist egal, ich kämpfe ja eben mit meinem Knüppel. Okay, hier vorne ist sie gleich. Unsere beste Bogenschützin. Zack. Und in den Köcher 30 Pfeile. Ist doch die Bogenschützin, oder? Attribute. Bogenschießen 5 von 6. Ah, ja. Prima. Geil. So. Wo ist jetzt der eine Typ, unser neuer? Der braucht seinen Knüppel. Da vorne ist er. Du bekommst deinen Knüppel. Du bekommst aber noch keine Rüstung. Noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal wesentlich mehr Ressourcen. Aber ich baue meine Hütte hier fertig. Oder weiter zumindest. So. Das letzte Stück Holz. Also zumindest für den Bauabschnitt. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Hier drinnen, okay. Aber ich kann zumindest noch weiter bauen. Ist gut. Ah ja. Das war also noch nicht alles für den Bauabschnitt. Gut. Ey, wenn das immer so ein Aufriss ist, wenn man ein größeres Haus baut. Alter. Oh mein Gott. Jetzt brauchen wir Bretter. Da sind die Bretter, meine Freunde. Jetzt kommen sehr viele Bretter zum Einsatz. Ja. Okay, verstehe. Ja, aber das Grundgerüst sieht schon mal geil aus. Aber mächtig viel Arbeit. Und wo ich Stroh herkriegen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber zumindest ist das hier schon mal fertig. Guck mal, Plankenherstellung verwalten. Kann ich auch selber was herstellen? Planken herstellen. Holzplanke. Brauche ich einen Baumstamm für. 3 Holzplanken. 1 Baumstamm. Okay, verstehe. Dann macht mal bitte Holzplanken auffüllen. 10. Dann müssten die ja theoretisch jetzt aus Baumstämmen Holzplanken herstellen. Oder? Haben wir noch Holzstämme im Inventar? Nee, haben wir nicht. Okay, verstehe. Na gut. Ja, aber es wird bestimmt was gehackt gleich. Aber hier wachsen die ersten Nutzpflanzen. Guck mal. Eben
Hier wächst nämlich eine Rübe. Hier wächst wahrscheinlich eine Kartoffel, aber hier sieht man noch nichts. Okay. Ah, das Gerüst der Dorfhalle sieht schon spektakulär aus. Ich muss gestehen, das sieht gut aus. Die Dreipilzigkeit. Ein rohen Pilz, ein gebratenen Pilz und einen geräucherten Pilz. Für den vollen Pilzboom. Können wir noch was erforschen, was uns helfen könnte? Wir erforschen mal den Zimmermannshammer, dann brauche ich den selber nicht herzustellen. Aber dafür brauchen wir Bronzebarren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier brauchen wir super viele Bretter. Ich hack mal selber ein bisschen. Es nützt ja nichts. Wir müssen ja doch Bäume fällen. Ja, mehr als zwei Baumstämme kriege ich nicht ins Inventar. Obwohl, ich könnte eigentlich so machen. Und dann dürfte ich eigentlich noch einen mitnehmen. Ja, easy. Also kriege ich doch drei weg. Schön. Dann machen wir die doch jetzt gleich mal zu Brettern. Und die dann zur Baustelle hinzufügen. Genau, genau. Das dauert ziemlich lang. Hartholzbrett. Benötigt Herstellung 7. Okay. Also bis wir Herstellung 7 haben, dann müssen wir noch ein paar Bögen herstellen. Ein paar Werkzeuge und so. So. Jetzt tun wir die Bretter hier ins Lager. Alter, 80 Stück. Das ist krass. 80 Stück. Das sind ja dann fast 30 Baumstämme. Na, nicht ganz 30, aber ihr wisst, was ich meine. So in dem Dreh. Krass. Ich sag ja, das wird eine Weile dauern, bis wir das hier fertig haben. Ich hatte kurz die Hoffnung, vielleicht kriegen wir es hin. Warum kann ich jetzt nicht bauen? Ich hab doch jetzt schon Bretter da. Hatte kurz die Hoffnung, wir kriegen das jetzt in den zwei Folgen hin. Aber nope. Ja, es sind erstmal die Bretter hier unten, die wir da jetzt bauen. Boah, das wird ein Riesenbauprojekt. Es ist ein Riesenbauprojekt. Okay. Naja. Dann hacke ich mal weiter Holz. Inventar ist voll. Ach ja. So, jetzt dürfte ich noch einen nehmen können. Ja, sehr gut. Haben wir noch eine Beere? Nee. Dann sammle ich jetzt noch schnell eine. Und esse die auch gleich. Damit wir einfach mehr Ausdauer haben. Ausdauer ist in diesem Spiel alles. So, ich gehe erstmal schlafen. Morgen haben wir ja den Überfall. Aber wir müssten gut gerüstet sein. Ich habe sehr viele Knüppelträger. Eine gute Bogenschützin. Und einen, der hat noch keine richtige Rüstung. Aber das kriegen wir schon hin. Ist auch in Angriffsstufe 2. Ne? Also ist jetzt nicht wie sonst, dass da drei Typen kommen. Sondern Stufe 2 hatten wir ja beim letzten Mal verloren. Ich hoffe, dass wir dieses Mal eine bessere Figur abgeben. Aber wird schon. Ich bin guter Dinge. So, Planke, 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 Planke. Ich habe erst 30 von 80 Planken. Boah, das wird noch... richtig viel Zeit kosten. Aber ich kann das mal weiterbauen. Das muss ja auch gemacht werden. Einfach den Bums hier dran nageln. Ja, es tut mir leid. Es ist wieder eine etwas kürzere Folge, weil ich einfach so viel baue und dabei nicht weiß, was ich euch erzählen soll. Also ich...
kann ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Dünnes die ganze Zeit erzählen. Das ist ja auch doof für euch. Es passiert halt nichts. Ich baue hier Brett für Brett an dem scheiß Fundament weiter. Mehr ist es nicht. Und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass jetzt hier demnächst mal der Angriff kommt, damit wieder ein bisschen Action ist, weißt du? Ich habe ja auch Bock, wieder drauf zu hauen. Ich will ja auch für paar Leute wieder vermöbeln, aber der Angriff kommt irgendwie nicht. Er muss heute kommen, theoretisch. Macht ihr auch Baumstämme gerade? Irgendwie kommen mir keine Baumstämme an. Die Hacke ist kaputt. Okay. Müssen wir die reparieren. Ist doch gar nicht kaputt. Weil hier unten noch... Ich verstehe nicht, ist die jetzt kaputt oder nicht? Da unten ist doch noch volles Life. Muss ich mir an der Werkbank angucken. Hacke. Reparieren. Brauch und Kupferbarren und Holz. Sie ist tatsächlich kaputt. Okay, alles klar. Dann nehmen wir mal Kupferbarren und ein bisschen Holz. Müsste ja da sein. Ein bisschen Holz und ein Kupferbarren. Ja, jetzt repariert er. Okay. Ja, die Hacke ist wichtig, dass wir die haben. Damit die Felder bewirtschaftet werden, einfach. Ja. Wir werden gleich noch was essen, weil ich vermute, dass wir gleich den Überfall bekommen. Okay, die Marmelade knallt. Gerade kam Marmelade rein, das war meine Rettung. Die knallt wirklich. Gibt extrem viel Ausdauer und auch ein bisschen Life. Aber irgendwie werden gerade keine Baumstämme gefällt. Also die haben hier ganz schön viel gefällt. Also das ist schon ziemlich ausgedüngt, aber doch, es wird gefällt. Okay, Überfall. Siedlung, Bevölkerung. Du, Gefährte. Gefährte, Gefährte. Gefährte, Gefährte, Gefährte. Einer von euch kämpft doch schon, oder? Ah, wurde von Tier verletzt. Ah, okay. Also, wir haben einen weniger, weil einer von dem Tier verletzt wurde. Aber das ist unsere Bogenschützin. Scheiße. Ja, es wird schon. Diesmal habe ich vernünftig gegessen, es wird schon. Wir haben keine Bogenschützen, aber ihr macht das. Hast du hier vorne nur noch einen einfachen Knüppel? Okay, warum? Weil der Rest von euch sieht motiviert aus. Leute, das sind drei, die haben alle kein T-Shirt an. Das wird easy, komm. Oh, drei Bogenschützen? Krass. Aber dafür können die nichts. Easy peasy. Hier vorne sind noch welche. Aber die gehen von uns weg. Alles gut. Beruhigt euch wieder. Die Bogenschützin ist halt draufgegangen bei irgendeinem Tierangriff. Tja, kann ich auch nichts für. Die hätte man natürlich gebrauchen können, aber sie hat Pfeile gespart. Alles gut. Bring ich mal noch den Loot ins Lager und dann können wir auch schon wieder für heute Schluss machen. Habe ich nicht Loot aufgesammelt? Ach, das waren nur Münzen, ne? Ja, die hatten nur Münzen dabei. Ah, verstehe. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Hier muss Wasser drauf. Kann ich das machen?
Ja, ich hab's gegossen. Sehr schön. Na gut, ich bin ziemlich weit gekommen mit unserem, mit unserer Dorfhalle. Aber die Bretter sind zurzeit das, was das halt ein bisschen hinauszögert, den Bau. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like wäre nicht schlecht und vielleicht auch einen Kommentar unter das Video, das füttert den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.